Estamos aqui fazendo uma entrevista com o senhor Edgar Klipper, né? No dia 15 de fevereiro de 2011. So, wie heißt du? Edgar Klipper. Ja. Und wo bist du geboren? In São Bento. Auf dem Land? Auf dem Land. Land. Ja. Und wie hieß deine Mutter? Clara Libet Klipper. Und dein Vater? Emil Karl Klipper. Ja. Und wie war das Leben damals auf dem Land? Das war schön. Mhm. Schön. Jo, was habt ihr da damals gemacht? Was für Arbeit? Kaffee haben wir geerntet und gearbeitet damit. Und Wölfchen. Mhm. Bananen. Mhm. Viehwelt. Jo. Vieh. Und wie hast du Deutsch gelernt? Bei meinem Vater und Mutter. Großeltern auch? Groß? Ja, die Großmutter. Ja, die Großmutter war auch dabei. Ja. So alle zu Hause haben nur Deutsch geschwätzt. Ah, haben Deutsch geschwätzt. Ja. Und was hast du damals gerne gespielt, als du klein warst? Kleine Körbchen zum Spielen haben wir gespielt. Wenzniger. Ja. Haben wir gerne gespielt. Ja, hast du damals auch Fußball gespielt? Ja, ja, Fußball, ja. Bola. Bola, ja. Bola schmeißen, ne? Ja, Bola schmeißen. Ja. Und bist du auch zur Schule gegangen? Jo. Jo, wie viele Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre. Und wie oft in der Woche? Jeden Tag oder wie war das? Nein, alle 2 Tage. Alle 2 Tage? Das war so Arbeit gewesen, von Gehen zu Fuß. Mhm. Und wie viele Stunden am Tag? 2 Stunden hast du. Jo, das, und musst du so zu Fuß gehen? Zu Fuß. Also zu Fuß zur Schule, dann zwei Stunden Unterricht und dann 2 Stunden zu Fuß zurück nach Hause. Unterricht waren es 4 Stunden. Ach, 4 Stunden. Von 8 bis 12. Jo. Und das war auf Brasilianisch oder Brasilianisch? Spanisch? Brasilianisch. Ja. Und die Regierungsschule. Und die Unterrichtsschule war auf Deutsch. Ja. Und wie alt warst du in Griech? Nein, no, ich war noch nicht geboren in Griech. In Griech? No. Wie alt bist du jetzt? 56. Okay. Aber hast du Geschichten gehört von, jo, von meine, der Zeit damals? Ja, mein Papa hat beinahe in der Griech gehen, aber wieder fertig war Militär vorgehen, dann war der Griech. Jo. Und wurde man damals gestorben? Kraft, wenn man Deutsch geschwätzt hat? Ja, die Leute sind eingesperrt worden, wenn Deutsch geschwätzt hat. Das war verboten? Das war verboten. Ja. Und du hast auch mal Konfirmation gemacht, ne? Ja. Und wie war das? Das war 3 Jahre auf Deutsch gelernt, der Katechismus gelernt auf Deutsch. Mhm. Und wann bist du nach Campinho gezogen? In 99. September von 1999. Und warum bist du nach Campinho gekommen? Ja, wir hatten die Gelegenheit gehabt, von hier arbeiten zu kommen in Campinho. Mhm. Wir das Land verkauft und hier verkauft ein Haus, wo wir bis heute. Und wie heißt deine Frau? Zuleika Fruchtlippe. Und haben Sie Kinder? Eine. Hey, und wie heißt er? Er Sergio Fruchtlippen. Ja. Und was macht er vom Beruf? Er lernt Verfahren. Ja. Und wo studiert er im Moment? Im Moment jetzt in São Bento Sul, Santa Catarina. Aber er war schon mal in Deutschland, ne? Ja, der war 10 Monate in Deutschland, Gittingen. Mhm. Und was waren die traurigsten Momente in deinem Leben? Die traurigsten Momente waren. Es tut Regen. Ja. Meine Vater gestorben ist, meine Mutter und eine Mutter. An was sind Sie gestorben? Der Vater hat Probleme mit den Nieren gehabt. Und, und meine Mutter war älter. Wie alt war sie damals? 85. Ja, Papa war 79. Ja. Und der Bruder 55.
55 wieder. Und was ist der gestorben? Der hat Maldio sein. Ach, das so. Weiß ich nicht, wie das auf Deutsch ist. Alzheimer. Ja, denke ich. Alzheimer, ja. Alzheimer-Krankheit. Ja, das ist eine neue Krankheit, die du kurz ist. Und was schaffst du hier jetzt in der Kabine? Ich bin der Kiste von der Gemeinde. Jo. Und willst du noch was erzählen? Etwas aus der Vergangenheit oder vielleicht eine interessante Geschichte, die du kennst? Ich ja nicht, das. Wenn vieles, ne? Jo. Also, so ein Moment, dass man passt. Und wie gefällt dir das Leben hier in Berlin? Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Oder? Besser wie auf die Kolonie, weil das Land war sehr schwach. Alles schwach war das Land. Also, Herr Klippel, danke schön für das Interview, ne? Ja. Für das Interview.